Hi, ich habe schon mal ein Video vor 3 Monaten über die Baderbank gemacht und letztens, also letzte Woche, kamen da jetzt die neuen Quartalszahlen raus und deswegen will ich jetzt einfach mal ein kleines Update geben, was sich jetzt so fundamental getan hat und was sich auch bei den Finanzen getan hat. Zuerst schauen wir uns erstmal an, was sich fundamental geändert hat und ob das jetzt einen Einfluss hat auf das allgemeine Wachstum von der Baderbank. Als erstes ist hier natürlich die Kooperation mit den Fintech-Unternehmen zu nennen, allen voran Scalable Capital. Und jetzt auch neuerdings Finanzen.net Zero. Das ist jetzt auch so ein Neobroker, auf dem man günstig Aktien und ETF und alles Mögliche kaufen kann. Zusätzlich hatte Scalable Capital noch 180 Millionen in eine Finanzierungsrunde eingesammelt. Und sie wollen noch expandieren in Spanien, zum Beispiel auch in Italien und Frankreich. Was langfristig gesehen eben auch für die Baderbank gut ist, da Scalable Capital immer weiter Werbung macht und neue Kunden generiert und davon profitiert ja auch über GetEx dann die Baderbank. Es kommt noch hinzu, dass Scalable Capital und Finanzen.net Zero jetzt auch Derivate und Krypto anbieten und somit auch attraktiver werden für Kunden und das ist im Prinzip auch gut für die Baderbank. Und ja, das ist eben das Hauptgeschäftsmodell, auf was die Baderbank jetzt ersetzen will, diese Market Makerschaft über die GetEx. Das ist die elektronische Börse in München. Nach diesen Fundamentaldaten lohnt sich jetzt auch nochmal ein Blick auf den Halbjahresbericht und auf die Fakten, auf die Zahlen. Hier ist erstmal zu sehen, dass es ein Ertragswachstum von 21% gibt gegenüber dem Vor-Halbjahresbericht. Und man sieht, was auch noch relativ wichtig ist, das Provisionsergebnis ist um minus 65% gesunken. Das war davor auf 22 Millionen, jetzt ist es nur noch bei fast 10 Millionen. Und daran sieht man eben, dass die Baderbank weg will von diesen Provisionsergebnis und von den normalen Investmentbanktätigkeiten. Und sie wollen immer mehr hin zu dieser Market-Makerschaft über die GetEx. Und das zeigt sich dann auch hier. Also das Handelsergebnis ist um 36% gestiegen und macht jetzt auch den allergrößten Teil des Ertrages aus. Was man aber sagen muss, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann muss man sagen, dass der Gewinn vor Steuern in dem ersten Quartal dieses Jahres sehr hoch war mit 32,8 Millionen Euro. Und das zweite Quartal war eben schon sehr schwach, muss man sagen. Hier haben sie nur 10,9 Millionen Euro verdient, was ja im Prinzip ja dreimal so wenig ist und wo man sich jetzt hätte auch mehr erhoffen können. Man muss aber hier auch sagen, dass genau dieser Aktienmarkt und dieses Handeln am Aktienmarkt natürlich auch immer sehr, ja, zyklisch ist und ein bisschen saisonal ist. Die Menschen sind jetzt zum Beispiel wieder in den Urlaub gefahren, konnten jetzt ja endlich mal wieder so richtig leben und da investierst du halt nicht den Großteil deines Geldes jetzt sozusagen in Aktien. Und das ist auch der Grund, warum das Quartal 2 bei solchen Unternehmen immer relativ schwach ist. Genau, also wir haben jetzt gerade gesehen, dass das Ergebnis im zweiten Quartal wirklich echt nicht gut war und ja, dreimal so niedrig wie im ersten Quartal ist. Aber ich will mir einfach nochmal die Zusammenarbeit von den Fintech-Unternehmen mit Scalable Capital anschauen. Und da sehen wir ganz klar, dass im Verhältnis zum ersten Quartal dieses Jahres es auch ein 31-prozentiges Wachstum gab. Innerhalb eines Quartals, was schon ziemlich hoch ist. Und auch das Depotvolumen ist jetzt auf 9,3 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 70% mehr als im letzten Jahr. Und daran sieht man, dass diese Wachstumsstory mit den Fintech-Unternehmen meiner Meinung nach immer noch hält. Man muss aber trotzdem sagen, ja, okay, das ist ein zyklischer Markt und deswegen muss man ja immer mit relativ hohen Schwankungen rechnen. So, wenn wir uns jetzt einfach nochmal die Bewertungskennzahlen anschauen, also das KGV in diesem Fall, dann habe ich das mal berechnet bei einer Steuerquote von 20%, was die Baderbank ungefähr zahlen musste im letzten Jahr, kommt man hier auf 6,5. Und ja, damit ist die Baderbank immer noch relativ niedrig bewertet. Und genau, wenn jetzt hier die Umsätze wieder ein bisschen steigen gegen Ende des Jahres, weil wieder mehr Leute mehr Geld haben und auch wieder nicht mehr nur in den Urlaub fahren und ein bisschen mehr wieder anlegen, dann könnte das KGV auch ja, stabil bleiben und eventuell sogar noch mal mehr sinken. Für mich ist halt auch die Wachstumsquote interessant, also Depotwachstum 32% für dieses Quartal. Das Depotvolumen ist auch um 70% gestiegen, also die Wachstumsstory ist sozusagen immer noch intakt und man muss jetzt einfach mal schauen, ob das jetzt nur so ein zyklischer Aussetzer war oder ob jetzt vielleicht schon dieser Börsenboom wieder vorbei war. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. So, am Ende will ich jetzt einfach nochmal Pro und Contra so ein bisschen gegeneinander aufwiegen. Pro ist natürlich auf der einen Seite, dass man mit Finanzen.net Zero und Scalable Capital zwei gute Neobroker hat und beide wollen auch weiter expandieren.
Und davon profitiert natürlich eben auch die GetEx. Was cool ist hier, dass die Baderbank eigentlich nicht so richtig viel investieren muss, um selber zu wachsen. Das übernehmen jetzt halt schon dann eben Scalable Capital zum Beispiel. Und die wurden jetzt auch mit 180 Millionen Euro neu ausgestattet. Die haben also auch viel Geld zum Werben und Investieren. Allgemein ist natürlich auch immer gerade noch sehr gut, was für Aktien spricht, dass es eine Inflation gibt und auch jetzt hier Negativzinsen. Immer mehr Banken heben diese. Und das ist erstmal gut für Aktien und davon sollte auch die Baderbank profitieren. Es könnte aber eben auf der Kontraseite auch so sein, dass es jetzt eben alles nur zyklisch ist und die Leute wieder den Markt verlassen, jetzt nachdem es so nach Corona so gut gelaufen ist. Muss man sich eben auch mal vor Augen hauen, vor Augen führen. Und genau, das gab es ja schon mal damals zur Dotcom-Bubble, dass die Leute eben viel in Internetunternehmen investiert haben und danach sofort wieder den Markt verlassen haben, weil da eben nicht so viel Substanz dahinter war. Also das kann passieren. Ich denke aber, dass die Baderbank eben auch viel organisch wachsen kann, weil die neuen Kunden eben junge Kunden sind und die eben immer mehr Geld verdienen und dann dementsprechend auch mehr in ETFs oder Aktien zurücklegen können. Ich bin hier also immer noch ziemlich positiv. Allerdings muss man sich schon bewusst sein, dass es hier eben auch, ja, eine große Zyklik gibt.